Schon wieder länger her, aber es ist immer wieder Zeit für ein Unboxing, ne? Ja. Einfach klassisch Unboxing von einem schönen Batterietester für Auskraftzeug-Batterien. Gibt es ja schon den einen oder anderen Beitrag bei YouTube, ne? Also hier nochmal einfach so das Unboxing, was da eigentlich in der Verpackung ist. Das ist das BT300P. Ich hatte auch das, die Variante ohne Drucker bestellt, das BT200. Und ich kann schon mal sagen, das ist auf jeden Fall schneller. Ich habe das hier bei einem Freund ausprobiert und wir haben die mal beide nebeneinander ausprobiert. Und das ist von der ganzen Bedienung her ist das einfach fixer. Ja, naja. So, jetzt mal gucken, wie man das aufmacht. Also das ist der Karton. Soll ja ein klassisches Unboxing sein. Also gibt auf jeden Fall schon mal hier so einen geilen Karton. Wo so eine Tasche drin ist und hier schöner praktischer Tragegriff, finde ich auf jeden Fall erstmal super. Kann man das Ding auf jeden Fall vernünftig verstauen. Dann macht man das Ganze auf. Dann haben wir hier oben zwei Rollen. Hier ist das eigentliche Gerät. Und da ist dann quasi, ne, wie man es hier sieht, da sind die Klemmen drin, die auch ordentlich zupacken. Und hier ist das eigentliche Gerät. Auf dem Gerät ist noch so eine Schutzfolie drauf. Und hier kann man, wenn man hier so das Ding hier zack, dann ist da so die Rolle drin. Das hatte ich auch beim Kumpel schon ausprobiert. Muss man dann einfach was zumachen und dann funktioniert es auch unmittelbar. Das Teil selbst hat keine Batterie, sondern das wird über die Stromversorgung von der Batterie, von der Autobatterie selber getestet. Naja, und dann halt, ne, kann man die Autobatterie testen. Kann man den Startstrom beim Starten testen, obwohl er das auch quasi da so einen gefakten Startstrom hat. Und man kann auch noch die Funktion der Lichtmaschine prüfen. Hier so ein kleines Büchchen mit den Erklärungen noch mit dazu. Das war's, Unboxing dann. Hoffe für die, die nur ein Unboxing wollten, um zu wissen, was drin ist, denen hat das Video gefallen. Daumen da lassen, kennt ihr ja den Scheiß. Tschüss!